Freitag, 10. August 2018, 12.39 Uhr. Der ehemalige Weltmeister Rafael Holzdeppe ist bei der Heim-EM in Berlin in der Stabhochsprung-Qualifikation ausgeschieden. Der 28-Jährige scheiterte dreimal an seiner Einstiegshöhe von 5,51 Metern und blieb ohne gültigen Versuch. Für die Teilnahme am Endkampf hätte Holzdeppe 5,66 Meter überspringen müssen oder unter den besten 12 Startern der Qualifikation landen. Für Holzdeppe, der sich bei den deutschen Meisterschaften Ende Juli einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, ist es bereits das dritte Freiluftgroßereignis in Serie, bei dem er früh ausschied. Bei Olympia in Rio scheiterte er ebenfalls in der Qualifikation, bei der WM im vergangenen Jahr blieb er im Finale ohne gültigen Versuch. 2013 hatte Holzdeppe den Titel bei den Weltmeisterschaften in Moskau gewonnen, zwei Jahre später wurde er in Peking Zweiter. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London sicherte er sich die Bronzemedaille. Hess schon in Qualifikation gescheitert. Auch für Dreispringer Max Hess läuft seit seinem starken Jahr 2016, als er mit 19 Hallenwiese Weltmeister in Portland und später Europameister in Amsterdam wurde, nicht mehr viel zusammen. In Berlin kam der 22-Jährige in der Qualifikation nicht über enttäuschende 16,32 Meter und Platz 15 hinaus. Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung ist geplatzt. Schon bei der Hallen-WM in Birmingham im März war er mit Platz 11 weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben. Ich glaube, mich hat der Anlauf aus dem Konzept gebracht. Eigentlich ist das nicht das, was ich kann. Ich bin vor drei Tagen im Training aus kurzem Anlauf 16,5 Meter gesprungen. Das hätte heute gereicht, sagte Hess, der auch bei Olympia 2016 in der Qualifikation hängen geblieben war. Vielleicht muss man dreimal durch so ein Tal gehen, um dann wieder oben zu stehen. Ich würde es mir wünschen, dass es so wäre.